Einen wunderschönen guten Morgen, Freunde, was geht ab? Mein Name ist IZZ und willkommen zu diesem Ausnahmevideo hier. Und zwar ein Jahr Mega-Aquarium-Recap. Die Leute von euch, die schon wirklich lange auf diesem Kanal sind, wissen, dass ich früher großer Fan war von Jahresrückblicken. Und so einen hat es hier lange nicht mehr gegeben. Und es gab auch im letzten Jahr eine Premiere. Und zwar bin ich den Schritt gegangen, eigentlich fast ausschließlich Aquaristik-Content zu bringen. Da habe ich mich immer sehr von gesträubt, weil ich eigentlich immer sehr diversifizieren wollte, jeden ansprechen wollte. Meine Leidenschaft hat sich aber so extrem in die Meerwasser-Aquaristik gezogen, dass ich, ja sagen wir es mal, die finanzielle Sache im Hintergrund so ein bisschen an Seite gelegt habe. Denn sind wir mal ganz ehrlich, mit Meerwasser kriegt man nicht so viele Aufrufe und nicht so gute Werbepartner, wie wenn man allgemeine Themen behandelt. Und ich bin diesen Schritt aber gegangen, weil das meine große Leidenschaft ist und weil es am Ende des Tages ja auch um Spaß geht. Und der Rest hat mir dann nicht mehr so viel Spaß gemacht. Ich mache jetzt mehr das, was mir Spaß macht. Und das ist aktuell die Meerwasser-Aquaristik, auch wenn das Recap vielleicht ein bisschen traurig ausfallen wird. Warum mache ich das hier? Das mache ich zum einen, um euch weiterzuhelfen. Denn aus meinen Erfahrungen könnt auch ihr lernen und zum anderen bin ich großer Fan davon, auch selber zu dokumentieren, was habe ich erlebt und was ziehe ich für Schlüsse daraus. Denn ich sage ja häufiger in meinen Videos, nur weil ich diese Sachen gerade mache, heißt es nicht, dass das die richtigen sind. Es ist immer schlauer, sich im Nachhinein anzugucken, was man da fabriziert hat und dann darüber nachzudenken, was man heute nochmal so machen würde. Erstmal muss ich aber einen Platz finden und zwar habe ich hier in der Wohnung, ich habe ja immer wieder den Grundriss angeguckt, ich habe keinen Platz für ein Aquarium gefunden, keinen passenden. Bis dann irgendwann die Überlegung, irgendwann mitten in der Nacht, wo ich nicht schlafen konnte, kamen, da kommen immer die besten Überlegungen, dass ich das doch eigentlich perfekt hier hinter die Couch stellen könnte. Um ehrlich zu sein, habe ich bis dato aber nicht ansatzweise so groß gedacht, denn dieses Aquarium wäre dann, und das seht ihr gerade bei mir im Hintergrund, 3,65 Meter mal 68 mal 55 cm hoch, also 1400 Liter und das war bis dato für mich eigentlich unvorstellbar. Aber je länger ich drüber nachgedacht habe und je mehr ich dann auch noch mit Jonas von JS Aqua, den ich inzwischen dann kennengelernt hatte, gesprochen habe, desto realistischer wurde dann der Plan. Ja, durch die Gespräche mit Jonas, mit dem ich ursprünglich dieses Projekt machen wollte, aber dann hat es zeitlich nicht so richtig sich ergeben, trotzdem war er immer noch mein Ansprechpartner ab und zu, hat sich auf jeden Fall ergeben, dass man ja durchaus auch so einen Unterbau für so ein Aquarium komplett selber bauen könnte. Und ja, ich dachte mir, das ist auch eine coole Sache für diesen YouTube-Channel, gerade so dieser DIY-Selbstmach-Content ist etwas, was bei euch auch immer gut ankommt und spannend zum Zuschauen ist und deswegen habe ich mir gedacht, ich baue einfach alles selber. Also habe ich mir Holz und Schrauben besorgt und ein Untergestell gebaut, weil aus Meer besteht das eigentlich nicht. Unten noch mal eine Gummimatte drunter gelegt, damit Ungleichheiten aus dem Boden ausgeglichen werden und vielleicht auch so ein bisschen, falls mal was auf dem Boden nass werden sollte, damit das Holz noch so ein bisschen atmen kann. Das haben wir ja auch in den DIY-Projekten generell gelernt. Da muss ich das halt alles noch in Waage bringen mit Unterlegscheiben. Ich habe dann tatsächlich sogar eine relativ dünne Spanplatte oben drauf gelegt, wo viele die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen haben und haben gesagt, du kannst doch keine Spanplatte nehmen, die quillt doch auf. Nimm lieber Siebdruckplatten, aber es hat sich so ergeben, dass es Spanplatten geworden sind. Ich habe die noch mit Bootslack rundherum bestrichen, dass falls mal ein bisschen Wasser runtertropfen sollte, die Kanten nicht aufquillen. Ich würde jetzt aus Sicherheitsgründen im Nachhinein aber wahrscheinlich trotzdem einfach wieder Siebdruckplatten nehmen. Auch wenn man das machen kann, ist man da einfach auf der sicheren Seite. Ja, dann fehlte natürlich nur noch das Aquarium und das habe ich mir von extern bauen lassen. Denn es hat natürlich spezielle Maße, die es so nicht gibt. Abseits davon würden diese Maße, also dieses fertige Aquarium, würde so hier eigentlich auch gar nicht reinpassen. Das heißt, es muss hier vor Ort geklebt werden. Und ja, da kommen wir schon zu dem ersten Punkt, was ich heutzutage anders machen würde, gerade bei dieser Größe. Und zwar würde ich die Aquariumplanung nicht dem Aquariumbauer überlassen, sondern ich würde sie selber übernehmen. Denn der Bau meines Aquariums wird von vielen, die schon länger in der Szene sind, sehr kritisiert, denn meine Bodenscheibe besteht aus einer einzelnen 3,65 Meter, wie gesagt, mal 68 Scheibe. Und das ist wohl so ein ziemlich kritisches Thema, denn da ist keine Flexibilität mit drin. Wenn also irgendwie eine Instabilität reinkommen sollte, beziehungsweise der Boden aus irgendwelchen Gründen arbeiten sollte, irgendwo was nicht 100% in Waage ist, dann kann so eine lange Scheibe auch mal brechen. Das heißt, ich würde heutzutage in dieser Größe das Ganze mit einzelnen Scheiben, also zum Beispiel in drei unterteilten einzelnen Scheiben mit dazwischenliegenden Silikonnähten machen, sodass man da ein bisschen flexibler ist. Und ich würde höchstwahrscheinlich auch drumherum unten nochmal eine Glasverstärkung machen. Denn es gibt tatsächlich auch Geschichten, dass diese Borstenwürmer, die im Aquarium leben, sich durch dieses Silikon durchfressen können und das undicht wird. Wir gehen aber mal aktuell nicht davon aus und die Silikonnähte sind ja auch relativ dick. Aber man möchte definitiv nicht, dass 1400 Liter in einem Wohnraum auslaufen, denn Meerwasser verhält sich da auch nochmal anders als Süßwasser. Das lässt sich deutlich weniger gut trocknen. Dementsprechend würde ich eine Sache auch noch anders machen und zwar gibt es hier nur zwei Streben. Also das Aquarium ist relativ minimalistisch unterteilt, also zwei Streben, die die Frontscheibe sozusagen und die Rückscheibe zusammenhalten. Und man sieht, wenn man seitlich aufs Aquarium guckt, dass sich sogar Teile der Frontscheibe so ein bisschen nach vorne wölben. Das sieht schon so ein bisschen gefährlich aus. Aber ich habe mir tatsächlich jetzt im Nachhinein Geschichten erzählen lassen von Aquarien, die sich noch deutlich mehr nach außen gebeult haben und nicht mal dann geplatzt sind. Es sieht halt sehr gefährlich aus, aber dass das platzt, ist schon sehr unwahrscheinlich. Aber nichtsdestotrotz kann man natürlich alle möglichen Vorkehrungen
Vorkehrungen treffen, dass das Aquarium so sicher wie möglich ist und deswegen würde ich auch das ändern. Ja, das Aquarium stand. Ich musste dann natürlich noch die komplette Verrohrung selber machen und habe dabei fast einen Nervenkollaps bekommen. Ich bin dann unzufrieden irgendwann ins Bett gegangen und nachts um 2:30 oder so dann wieder aufgestanden, habe alles nochmal abgerissen und alles wieder neu verrohrt. Ich habe viel gelernt und wie sich dann später im Ablegerbecken gezeigt hat, kann ich es jetzt auch auf jeden Fall ein bisschen besser als vorher. Ich habe es halt zum ersten Mal gemacht. Als ich dann das Aquarium mit Leitungswasser gefüllt habe, um zu checken, ob es denn wirklich dicht sei, ist eben genau das Gegenteil rausgekommen. Also nicht, dass das Aquarium an sich undicht war, zum Glück nicht, aber der Ablaufschacht ist nicht richtig eingeklebt worden. Die Firma hat mir dann irgendwie Silikon zugeschickt, ich sollte das dann irgendwie selber kleben, habe ich auch irgendwie versucht. Ich glaube ehrlich gesagt nicht so 100%, dass es geklappt hat. Also wenn es jetzt irgendwie hier einen Stromausfall gibt, dann plätschert es nach und nach, tropft es langsam trotzdem immer noch ins Technikbecken. Das Thema und der Fokus bei diesem Aquarium war ja, keine Materialien und Tiere aus dem Meer zu entnehmen. Natürlich hatte das Ganze auch so eine Nachhaltigkeitskomponente, also mehr Bewusstsein schaffen, aber in allererster Linie ging es mir auch um die Fische. War so ein bisschen eine moralische Entscheidung, dass ich mich schwer damit tue, Fische aus dem Meer zu entnehmen und die dann in ein Aquarium zu stecken. Dementsprechend brauchte ich also auch tote Gestaltungsmaterialien, also keine Materialien aus dem Meer direkt. Ich habe mich dann zusammen mit Markus von der Korallenzucht Karlsruhe für Caribsea Life Rocks entschieden. Die wurden mir damals empfohlen. Das sind übrigens Steine, die ich heute wahrscheinlich sogar nochmal verwenden würde. Die gefallen mir optisch am besten, glaube ich, von allen Gestaltungsmaterialien. Was mir allerdings jetzt nicht mehr so gefällt, ist der Bodengrund, den ich eingebracht habe. Und zwar war das Dolomitgestein. Die gängigste Form vom Bodengrund, die in Aquarien eingesetzt wird, ist wahrscheinlich Aragonit. Das ist ein Calciumcarbonat. Markus hatte mir allerdings damals Dolomit mitgebracht. Man muss allerdings dazu sagen, dass Markus mir von Anfang an gesagt hat, mach das lieber nicht mit dem toten Bodengrund. Das macht viele Probleme. Er kannte sich auch nicht so mit totem Bodengrund aus, weil das eben nicht so sein Stil war. Und dieser Bodengrund, der macht mir bis heute das Aquarium zur Hölle. Ich habe jetzt vor kurzem mit dem Jörg von Sangokai über diesen Bodengrund Rücksprache gehalten. Der ist ja studierter Meeresbiologe und kennt sich mit so Materialien aus. Und hat mir nochmal verraten, dass dieser Bodengrund auf der einen Seite extrem Nährstoffe an sich bindet und auf der anderen Seite extrem pH-empfindlich ist. Er löst sich also nach und nach auf, sorgt für Trübstoffe und ist einfach sehr schwer kontrollierbar. Und deswegen würde ich bitte allen von euch empfehlen, tut euch den Gefallen, nehmt Aragonit, nehmt Korallensand, nehmt Calciumcarbonat oder gar keinen Bodengrund. Das ist in den meisten Fällen wahrscheinlich sogar die beste Lösung, denn Bodengrund ist ein eigenes Biotop, in dem sehr viele, sehr schwer nachvollziehbare Dinge passieren können. Und wenn ihr den nicht einbringt, habt ihr eine Gefahrenquelle auf jeden Fall schon mal ausgeschlossen. Und gerade wenn ihr totes Gestein nehmt, kann ich euch ans Herz legen, nehmt lebenden Bodengrund. Der impft nämlich euer Aquarium direkt schon mal mit Bakterien an, was jetzt im Nachhinein betrachtet wirklich, wirklich unglaublich wichtig ist. Gibt auch ein paar Nährstoffe ab, was so ein bisschen dieses Nährstoffe ziehen von auch dem toten Gestein ausgleicht. Und ihr habt einfach so ein bisschen Nährstoffe, bisschen Bakterien, bisschen Biologie im Aquarium. Und das hat mir komplett gefehlt. Naja, ich habe auf jeden Fall schon mal das Meerwasser hier komplett falsch angemischt und erst das Salz in die Tonne gepackt und dann das Osmosewasser. Habe mit Jonas Rücksprache gehalten. Der hat mich ausgelacht und gesagt, ey, das kannst du nicht machen. Da fällt ganz viel aus. Dementsprechend habe ich das alles wieder ins Klo befördert und alles nochmal neu angemischt. Und dann war es aber soweit. Das Mega-Aquarium ist gestartet. Ich habe tatsächlich erstmal das Aquarium befüllt und mich dann erst so richtig um den Technikabteil gekümmert. Das sind alles so Sachen, die hätte ich damals eigentlich, wenn ich das Ganze privat gemacht hätte, wahrscheinlich so auch nicht gemacht. Aber da ich das Ganze mit der Kamera dokumentiert habe und fast noch mehr darauf den Fokus gelegt habe, als auf das Projekt selber, bin ich reinfallentechnisch nicht wirklich logisch vorgegangen. Eine Sache, die ich bei so einem großen Projekt wahrscheinlich auch heute hinten anstellen würde. Aber ich habe mich so ein bisschen gezwungen gefühlt, die Videos so zu gestalten, dass sie der breiten Masse gefallen. Ich war sowieso in diesem Zwiespalt, kann ich jetzt die ganze Zeit nur noch Aquaristik-Content bringen und habe versucht, den dann trotzdem noch so für die breite Masse zugänglich zu machen, um so ein bisschen so einen Spagat zu machen. Ich habe mich aber tatsächlich auch mit diesem Umzug hier viel mit mir selber beschäftigt, weil es eine Zeit gab, in der ich jetzt im Nachhinein betrachtet gar nicht so richtig glücklich war. Das ist natürlich ein Privileg, was man ungern abgibt, wenn man einmal so eine große Zuschauerschaft hat. Aber langzeit diesem Druck ausgesetzt zu sein, eine breite Masse mit dem eigenen Content glücklich zu machen, geht sehr auf die eigene Psyche, auf die eigene Gesundheit und macht für mich persönlich, also macht mich persönlich auf Dauer nicht glücklich. Und am Ende des Tages leben wir doch auf diesem Planeten, um glücklich zu sein. Und wenn ich so ein Projekt nochmal machen würde, würde ich wahrscheinlich mehr den Fokus aufs Projekt als auf die Videos legen. Ich würde mehr versuchen, das Ganze logisch und was das Projekt betrifft, auch mehr als Vorbild sozusagen anzugehen. Denn so wie ich das gemacht habe, sollte man es auf jeden Fall nicht nachmachen. Aber ich glaube, das wäre auch während des Projekts schon vielen klar. Naja, die erste Wasserlaboranalyse hat mir da gezeigt, dass die Werte nicht so richtig gut waren, was im Nachhinein jetzt betrachtet, aber eigentlich klar ist, denn so ein Gestein gibt immer gewisse Dinge ans Wasser ab und selbst das frisch angemischte Salz gibt zum Beispiel sehr viel Eisen ab. Also bei einem Neustart, wo das komplette Wasser frisch angemischt ist, kommt das besonders zum Tragen. Dementsprechend musste ich dann im Nachhinein natürlich Wasserwechsel machen, um diese Stoffe wieder rauszuholen. Auf jeden Fall würde ich jetzt im Nachhinein dieses Aquarium mit echtem Meerwasser starten. Da gibt es ja zum Beispiel von ATI das natürliche Meerwasser und da ist dann auch schon Biologie mit drin und ihr merkt schon, ich bin immer mehr auf den Trip, zukünftig Sachen mit einzubringen, die schon Biologie beinhalten. Heißt nicht, dass ich jetzt ein Riesenfan von so Bakterienprodukten an sich bin,
Aber lebender Bodengrund und schon lebendes Wasser sozusagen hätte dem Aquarium jetzt im Nachhinein betrachtet wahrscheinlich gut getan. Aber ich wollte ja mit keinen Meerentnahmen arbeiten. Würde ich das jetzt nochmal machen? Wahrscheinlich nicht. Naja, so Pi mal Daumen, nach 3 Wochen kamen dann die ersten Tiere, also die ersten Korallen ins Aquarium. Und die haben direkt auch einen richtigen Biologieschub mitgebracht. Davor ist eigentlich fast nichts im Aquarium passiert. Denn 2 Tage nach dem Einbringen der Korallen bildeten sich dann auch schon die ersten Kieselalgen, also diese kleinen braunen Algen. Das ist eigentlich ganz normal in der Startphase. Es hat für mich jetzt im Nachhinein betrachtet, bei mir ehrlich gesagt, ziemlich spät erst angefangen. Wie gesagt, es war halt nichts an Biologie in meinem Aquarium. Und damit ging es bakteriell dann so richtig los in meinem Aquarium. Ich bekam direkt eine Bakterienblüte. Und auf sowas solltet ihr immer gewappnet sein, dass eine Bakterienblüte kommt, denn die kann wirklich immer kommen und ist im Meerwasser sogar ziemlich wahrscheinlich. Und wichtig ist eben dann, dass man eine UV-Anlage hat. Man kann es aussitzen, es kann sein, dass das gut geht. Ich würde das aber nicht riskieren, denn so eine Bakterienblüte zieht immer mit sich, dass auch viele Nährstoffe aus dem Becken gezogen werden. Denn die Bakterien brauchen allein durch ihr Wachstum schon ordentlich Nährstoffe, aber auch einfach, um am Leben zu bleiben. Sprich, die bleiben im Prinzip so lange im Aquarium, bis alle Nährstoffe rausgezogen sind. Und das möchte man ja nicht. Das ist sowohl schlecht für die Korallen, aber auch wieder schlecht für die Biologie. Und das Becken muss so gefühlt, so plump ausgedrückt, wieder von vorne anfangen. Meine UV-Anlage bei 1400 Liter hat übrigens 85 Watt und wurde mit so knapp 900 Liter die Stunde durchströmt. Man sagt so als Faustformel im Internet, so einmal die Stunde sollte das Wasser des Aquariums durch die UV-Anlage gehen, aber da scheiden sich auch die Geister. Es hat, glaube ich, 2-3 Tage gedauert, bis dann die Bakterienblüte bei mir wegging. Es geht wahrscheinlich auch schneller, aber das macht den Braten wahrscheinlich auch nicht fett. Wie gesagt, die Reihenfolge war nicht so richtig sinnvoll, denn dann kam erst bei mir die Technik, also Abschäumer, Fließfilter, Medienreaktor und so weiter und so fort. Auch das würde ich im Nachhinein anders machen. Ich würde wahrscheinlich direkt die Technik einbringen, die ich auch Langzeit benutzen möchte, um so möglichst wenig Veränderungen im Aquarium stattfinden zu lassen. Denn jede Veränderung, also das Einbringen eines Fließfilters, eines Abschäumers und so weiter, einer UV-Anlage im Nachhinein, sorgt mal wieder für eine Schwankung. Und eine Schwankung sorgt wieder dafür, dass sich die Bakterien neu darauf einstellen müssen. Und auch da kommen wir wieder zu dem Punkt, ich würde jetzt im Nachhinein viel mehr für die Bakterien machen und viel weniger für Schwankungen sorgen. Mit dem Fließfilter bin ich soweit zufrieden. Ich glaube, es gibt mittlerweile auch ganz gute Konkurrenzprodukte. Das Fließ zu wechseln macht nicht so super viel Spaß. Aber wenn man einen guten Weg für sich gefunden hat, indem man irgendwie eine neue Rolle antackert an die alte und das dann durchzieht und so weiter, dann funktioniert das auch. Mit meinem Abschäumer von Aquabee bin ich tatsächlich sehr zufrieden. Wahrscheinlich sind irgendwelche Abschäumer von L'Oréal exklusiv noch leiser, aber mein Schaumbild ist wirklich tippitoppi. Der zieht wirklich super viel raus, läuft super konstant. Also da kann ich mich auf jeden Fall nicht beschweren. Auch mit der Rückfederpumpe von Aquabee bin ich super happy, auch wenn die nicht ansatzweise so viel schafft, wie draufsteht. Also da steht drauf 8000 Liter. Beim Auslitern ist dann bei mir rausgekommen, dass ungefähr 3000 Liter oben ankommen. Also wirklich nur ein Bruchteil, knapp über ein Drittel. Aber wirklich jeder einzelne Bogen sorgt wirklich für eine massive Einschränkung der Förderleistung. Also achtet da auf jeden Fall drauf. Wie oft so ein Aquarium in der Stunde durchs Technikbecken gehen sollte, auch da scheiden sich wieder so die Geister. Aber ich würde euch zur Sicherheit empfehlen, nur zur Sicherheit, ich weiß immer noch nicht, was richtig ist, aber dass ungefähr so 2-mal in der Stunde euer Volumen durchs Technikbecken geht. Nur zur Sicherheit. Knapp 5 Wochen nach Aquariumstart war es dann endlich soweit. Die erste Fische kamen ins Aquarium. Bis dato hatte ich noch einen zu hohen Ammoniumgehalt. Denn das ist gerade in der Meerwasseraquaristik besonders wichtig. Erst Fische einsetzen, wenn der Ammoniumgehalt sehr, sehr gering ist. Beim Süßwasser ist ja das Nitrit sehr entscheidend. Beim Meerwasser ist Nitrit nicht so wichtig. Durch das Chlorid im Wasser kommt das Nitrit nicht wirklich in die Zellen der Tiere und ist deswegen nicht so toxisch. Aber gefährlich ist Ammoniak. Was man, glaube ich, nicht so richtig messen kann, aber man kann Ammonium messen. Und das steht, glaube ich, immer im gleichen Verhältnis. Jedenfalls kann man sich sicher sein, wenn man eine gute Menge Ammonium im Wasser hat, wird man immer noch eine zu hohe Menge Ammoniak im Wasser haben. Und das ist eben giftig für die Fische. Und weil eben meine Biologie erst so spät in Fahrt gekommen ist, war es dann erst nach 5 Wochen soweit. Das kann natürlich auch deutlich schneller gehen. Da muss man halt messen. Reingekommen sind dann 6 Pseudochromis friedmani. Fische, die ich nach wie vor immer noch sehr fürs Aquarium empfehlen kann. Sehr cool zu beobachten, haben auch so soziale Strukturen, haben sich zwar am Anfang ein bisschen gestritten, mussten erst noch so die Rangordnung unter sich ausmachen, aber nach wie vor schöne Aquarienfische, bei denen ich das Gefühl habe, dass die überhaupt nicht mitkriegen, dass sie sich in einem Aquarium befinden und nicht in der Natur. Die kamen natürlich aus Nachzucht, denn auch bei der Fischauswahl war ich natürlich auf Nachzuchten beschränkt. Zusätzlich kamen da noch Caudernis rein und jetzt kommt wieder so ein Knackpunkt. 6 Caudernis und bitte tut das nicht. Es gibt Ausnahmefälle, aber in 99,9% wahrscheinlich der Aquarien nicht mehr als 2 Caudernis einsetzen. Bitte. Denn es wird sich ein Pärchen rauskristallisieren, was extrem dominant ist und das Männchen von diesem Pärchen wird alle anderen extrem verdrängen, durchs Aquarium scheuchen und im schlimmsten Fall so lange, bis die an Stress sterben. Und da kommen wir auch so ein bisschen auf den Nachteil, bei Nachzuchten zu sprechen, denn bei Nachzuchten kann man oft nicht so wirklich bestimmen, wer eigentlich Männchen und Weibchen ist. Bei Caudernis ist das sowieso sehr, sehr schwer. Aber wenn ihr dann so ein Pärchen im Aquarium habt, ist das ein Top-Aquarienfisch, der meiner Meinung nach auch nicht mitkriegt, dass er im Aquarium schwimmt. Ist nicht so extrem dynamisch, trotzdem aber ultra schön. Gerade das
Speiseverhalten ist sehr schön zu beobachten. Die kriegen auch bei mir regelmäßig Nachwuchs. Man sieht immer, wie die Eier im Mund haben, irgendwann die kleinen Babys im Mund haben und die dann irgendwann entlassen. Bei mir ist sogar ein Baby durchgekommen, ohne dass ich irgendwas dafür getan habe. Das schwamm dann irgendwann im Technikbecken und ist jetzt mittlerweile auch bestimmt ein halbes Jahr alt. Also wenn man sie als Pärchen hält, ein sehr cooler Fisch, geht allerdings nicht an Trockenfutter. In der 7. Woche kamen dann bei mir so die ersten Grünalgen. Auch das ist normal. Denn ich habe natürlich versucht, auf Krampf die ganze Zeit Nährstoffe ins Aquarium reinzupumpen, weil ich halt Angst hatte vor einer Limitierung. Also nicht nur, dass die Werte nicht nachweisbar waren, sondern auch die Korallen waren sehr hell. Dementsprechend habe ich versucht, immer mehr Phosphat und auch Stickstoff ins Aquarium zu pumpen, um da nicht in eine Limitierung zu geraten, sodass die Korallen darunter leiden. Jetzt im Nachhinein muss ich sagen, gerade diese Phosphatdosierung ist sehr, sehr gefährlich. Denn in dem Moment, wo ihr Phosphat dosiert, fallen andere Spurenelemente wie zum Beispiel Eisen und Mangan aus und die fehlen dann in der Wassersäule. Ich habe auch irgendwie die Erfahrung gemacht, ab einem gewissen Grad funktioniert Phosphat nicht mehr. Also in meinem Forum hat vor kurzem einer berichtet, dass er pro Tag den Phosphatwert versucht hat, um 0,9 Milligramm pro Liter zu erhöhen. Nicht 0,09, sondern 0,9. Und der Phosphatwert ist trotzdem nicht über 0,02 geschossen. Also bitte versucht alles, um nicht so viel Phosphat zu dosieren. Es fehlen euch die Spurenelemente, es fällt aus, es lagert sich alles im Boden ab. Dort entstehen Depots und ihr habt sowieso nichts davon, weil dieses Phosphat kommt einfach nicht bei eurem Aquarium an. Versucht da eher mit einem guten Fischbesatz gegenzusteuern. Die verstoffwechseln permanent, bekommen Futter, scheiden das wieder aus. Das ist direkt biologisch verfügbares Phosphat und Stickstoff, was die Korallen und die Biologie direkt nutzen kann. Versucht auf jeden Fall für ein stabiles Aquarium Nährstoffdosierungen so gering wie möglich zu halten. Vor allen Dingen beim Phosphat. Ich glaube, Stickstoff ist da noch ein bisschen entspannter. Da gibt es nicht so viel Ausfällungen und so. Das ist noch ein bisschen einfacher zu handeln. Es gibt ja aktuell von Tropic Marine noch so partikuläres Phosphat. Ich weiß nicht, wie das funktioniert. Ich habe keine Erfahrung damit. Klingt auf jeden Fall spannend, weil da werden höchstwahrscheinlich nicht diese Ausfällungen zustande kommen. Daraufhin folgten Fische und damit auch eine Möglichkeit, die ich tatsächlich nur habe, weil das Aquarium so groß ist, die sehr, sehr gut, wie sich herausgestellt hat, Algen fressen, und zwar die Doktorfische. Allerdings beschränkt auf den Hawaii-Doktor, denn das ist der einzige Fisch, den es zu dem Zeitpunkt wirklich aus Nachzucht gab und aktuell eigentlich auch immer noch gibt. Es gab wohl auch mal einen Rotmeer-Doktor als Nachzucht. Ich weiß aber gar nicht, ob der jetzt jemals nach Europa oder Deutschland gekommen ist. Also in dieser Zeit, jetzt im letzten Jahr, ist mir kein anderer Doktor in die Finger gekommen, den es aus Nachzucht gab. Ist aber auch gar nicht schlimm. Die Doktoren haben auf jeden Fall richtig, richtig gut Algen gefressen. Allerdings ist mir jetzt, wenn ich mir auch im Nachhinein die Bilder angucke, deutlich aufgefallen, dass zumindest einer der Doktoren so ein sehr vernarbtes, helles Gesicht hat, was höchstwahrscheinlich auch in so eine HLLE-Richtung geht. Also ich gehe davon aus, da das ja auch so mit die ersten Nachzuchtversuche sind, dass sie dementsprechend vielleicht nicht die beste Futterversorgung bekommen haben und deswegen auch Mangelerscheinungen hatten. Ich habe sowieso relativ früh schon beobachtet, dass sie sehr schnell atmen und irgendwann in einem Telefongespräch konnte ich dann auch einen der Doktoren dabei beobachten, wie er leider gestorben ist. Ich weiß bis jetzt immer noch nicht genau, was der ausschlaggebende Punkt war, aber diese Vernarbung im Gesicht, auch diese Atmung und so, wies ja schon so ein bisschen darauf hin, dass es nicht der gesundeste Fisch ist. Der Große hat auch leichte Ansätze davon, aber nicht in diesem Ausmaß. Und er hyperventiliert auch nicht mehr so. Also keine Ahnung, was das war. Die Wasserwerte waren es mit Sicherheit nicht. Ich habe auch damals Ammonium und Co. alles nochmal gemessen. Sauerstoffeintrag ist ja auch extrem durch den Abschäumer da. Ich hatte da keine Bakterienblüte oder sonstiges, was dem eigentlich in die Quere kommen könnte. Ich gehe davon aus, dass es irgendwie so eine Art Gen-Immun-Entwicklungsstörung, Defekt, irgendwas war. Ja, auf jeden Fall sehr schade. Ich hatte lieber zwei Docs, die sind auch super viel miteinander rumgeschwommen. Aber mein Doc hat ja noch einen Freund bekommen. Darauf kommen wir gleich zu sprechen. Die Doktorfische waren natürlich eine gute Erweiterung für meine Cleaning Crew. Also zu Cleaning Crew zählt man ja die Tiere, die Algen und Bakterienbeläge etc. fressen. Aber da musste auf jeden Fall noch mehr kommen und ich brauchte auf jeden Fall noch mehr Schnecken und habe deswegen einige Zuschauer von mir gefragt auf Instagram, ob nicht irgendwer Nachzuchtschnecken hat. Denn es gibt einige Schnecken, die sich im Meerwasseraquarium auch sehr gut vermehren. Daraufhin haben sich dann einige bei mir gemeldet. Darunter der André und zum Beispiel jetzt auch der Patrick. Den habt ihr jetzt in den letzten Videos ja häufiger gesehen. Und ich glaube, dass ich mir mit diesen Schnecken die Kugelalgen auch ins Aquarium geholt habe. Denn damals ist mir schon aufgefallen, als ich die Schnecken vom André eingesetzt habe, dass da die ein oder andere Kugelalge dran war. Ich habe die natürlich versucht, dann im Nachhinein wegzumachen. Aber Schnecken sind so Tiere, mit denen man sich durchaus auch immer mal was einschleppen kann. Und Kugelalgen, ja, werden gleich noch zum Thema. Mittlerweile sind so 2 Monate circa vergangen und es kamen dann tatsächlich auch die ersten Cyanos. Das waren unter anderem rote, aber auch grüne. Die roten sind ja eher für Nährstoffansammlungen und die grünen eher für Nährstoffarmut, beziehungsweise die entstehen dann. Das war dann so der Beginn, aber das ging dann schon relativ schnell über in einen kompletten grünen Teppich im ganzen Aquarium, sowohl auf dem Bodengrund als auch auf dem Gestein. Da fehlten halt eben noch die Nährstoffe. Und gleichzeitig zogen auch die ersten Kaiserfische ins Aquarium. Da sind wir wieder bei so einem Thema, bei dem ich echt noch ein bisschen zu gutgläubig rangegangen bin. Und generell finde ich, ist das so eine Sache in der Meerwasseraquaristik, dass man oft verschiedene Meinungen hört und sich dann auch mal gerne für die entscheidet, die man lieber hören möchte. Und auch da hat sich in bestimmt über 90% der Fälle herausgestellt, dass die Dinge, die als eher kritisch betrachtet wurden, sich auch bewahrheitet haben. Also wenn irgendwer
zu euch kommt und sagt, setzt lieber nicht das Tier ein, es könnte passieren, dass, dann kann ich euch nur empfehlen, dann macht es auch nicht. Bei mir hat sich so ziemlich alles bewahrheitet, denn die Kaiserfische gehen heute zwar nicht dem Ausmaß an Korallen, dass sie die wirklich extrem schädigen oder aufessen oder kaputt machen. Das weiß ich zumindest nicht genau, aber zumindest sorgen die für ein schlechtes Polypenbild, weil die einfach es in sich drin haben, dass sie im Vorbeischwimmen immer mal an einer Koralle picken. Da kann das Trea zum Beispiel zieht sich dann zusammen oder auch bei den SPS kann das Polypenbild dadurch nicht so schön sein. Es können dadurch auch verschiedene einzelne Wunden auftreten. Die Korallen sind damit beschäftigt, ihre Wunden zu heilen oder sich zurückzuziehen und so weiter und so fort. Das sorgt einfach für ein schlechtes Polypenbild und ich würde euch absolut nicht empfehlen, wenn ihr Wert auf Korallen legt, Kaiserfische ins Aquarium zu setzen, würde ich im Nachhinein nicht mehr machen. Es wird viel darüber geredet, dass der Acanthops ein Kaiserfisch sein soll, der bei dem es besser funktionieren soll, aber auch da habe ich jetzt von 3-4 Leuten gehört, die vom Gegenteil berichtet haben. Und ich habe ja gerade gesagt, diese Sachen bewahrheiten sich sehr oft und deswegen würde ich euch ans Herz legen, wenn ihr Wert auf Korallen legt, setzt euch egal welchen, keinen Kaiserfisch ein. Zumindest keinen Zwergkaiserfisch. Angeblich kann man bei den Großen, wenn ihr den Platz dafür habt, was machen mit der Ernährung. Ich werde attackiert. Das kann ich jetzt nicht beurteilen, aber wie gesagt, weil jetzt auf Zwergkaiser würde ich verzichten. Ja, nach etwas über 3 Monaten habe ich dann das erste Mal geschafft, einen Phosphatwert mehr oder weniger stabil zu halten auf 0,02, aber das damals auch mit einer Dosierung von 0,15 pro Tag. Also ich habe um 0,15 Milligramm pro Liter pro Tag erhöht. Heutzutage würde ich das auf 0,01 pro Tag reduzieren, vielleicht im allergrößten Notfall, wenn man halt eben so schwierige Gestaltungsmaterialien hat, um plus 0,02, aber nicht mehr höher. Ich glaube, das hat auch im Nachhinein für viele Probleme gesorgt. Also bei dieser hohen Dosierung Phosphat hätte ich damals eigentlich am besten den Bodengrund schon rausgenommen, weil, wie eben erklärt, fällt das aus, setzt sich in den Boden rein und so, ist das einfach keine gute Sache. Ich war dann das erste Mal bei Unterwasser Freiburg und habe den Tim dann persönlich kennengelernt und da auch einige Fische mitgenommen, wie zum Beispiel den Pfeilenfisch, noch so ein Problemfisch, den ich jetzt nicht unbedingt empfehlen würde. Der einzige Fisch, bei dem ich wirklich das Gefühl habe, dass er sich wirklich irgendwie eingesperrt fühlt, der an der Scheibe hoch und runter schwimmt. Ich weiß nach wie vor nicht, ob es damit zusammenhängt, dass er aktuell keinen Partner mehr hat, weil wenn ihr euch diesen Pfeilenfisch holt, achtet vor allen Dingen darauf, dass eure Strömungspumpe abgesichert ist. Ich habe sowohl vom Aqua-Owner die Story gehört, dass er bei ihm in die Strömungspumpe reingeschwommen ist, als auch bei mir ist es bei einem passiert, was ich natürlich extrem bereue, was ich auch nicht auf dem Schirm hatte. Ist halt ein Fisch, der noch nicht so besonders verbreitet ist, aber den es trotzdem aus Nachzucht gibt. Ein Fisch, der sehr außergewöhnlich ist und auch sehr cool, aber er verhält sich halt sehr komisch. Ihr habt auf Instagram abgestimmt, dass ihr dafür seid, dass ich noch einen zweiten mit dazu hole. Ich muss mal schauen. Ich habe jetzt erfahren, dass die Tiere ursprünglich aus irgendwelchen Seegraswäldern aus Japan kommen. Vielleicht habe ich die Möglichkeit, irgendwie Seegras oder was Seegrasähnliches ins Aquarium einzubinden, um dann mal zu schauen, ob er sich vielleicht in diesen Ecken, wo Seegras sich befindet, wohler fühlt. Das wäre, finde ich, auf jeden Fall sehr interessant. Außerdem sind die Azurriff-Barsche mit dazu gekommen. Auch ein Fisch, den ich bedingt empfehlen kann. Die sind schon sehr territorial. Bei mir nicht so wirklich aggressiv anderen Arten gegenüber. Die fangen jetzt gerade so nach einem halben Jahr an, untereinander ziemlich ruppig zu sein. Einer hat dem anderen die Flosse schon ziemlich kaputt gebissen. Das sind aber Geschlechtswandler. Ich denke, das ist gerade einfach eine sehr ruppige Balzphase, in dem die ausmachen, wer Männchen und Weibchen ist, sind. Es kann natürlich aber noch vorkommen, dass sie auch anderen Arten gegenüber, das erzählt man sich zumindest, sehr territorial sein können. Das heißt, ihr braucht schon so einen gewissen Platzanspruch für die Tiere. Sonst können die für viel Stress im Aquarium sorgen, wenn die immer ihr Territorium bewachen. Würde ich mir aber genauso eigentlich, ehrlich gesagt, wieder reinsetzen. Sehr schöne Fische, auch ein guter Kontrast zu allen anderen, bin ich eigentlich happy mit. Außerdem kam noch der Mayacanthus atodorsalis oder so wurde, glaube ich, ausgesprochen mit ins Aquarium. Unglaublich schöner Fisch, einer meiner Lieblingsfische aktuell im Aquarium. Ich würde mir wünschen, dass noch 2, 3 mehr da wären und die sich als Gruppe so ein bisschen untereinander verständigen könnten, aber ich habe aktuell keinen mehr gefunden aus Nachzucht. Sagt mir Bescheid, wenn irgendwo einer verfügbar ist. Aber jetzt habe ich total vergessen, dass vorher die Mayacanthus gramistis, die anderen Schleimfische, noch mit dazu gekommen sind. Für die gilt das gleiche, ultra coole Fische, aber Achtung, die können beißen, der Biss soll sich wohl anfühlen, obwohl die sehr, sehr klein sind, wie ein Bienenstich, aber die sind überhaupt nicht aggressiv, behaltet es nur im Hinterkopf. Unglaublich schöne Fische gibt es auch aus Nachzucht, aber bitte achtet generell auch bei Nachzuchttieren darauf, dass die, wenn ihr die kauft, nicht so abgemagert sind. Lasst euch immer vom Verkäufer zeigen, dass die Tiere an Futter gehen. Beobachtet die am besten schon 1, 2, 3 Wochen, dass sie wirklich schon stabil stehen und dann bereit sind für euer Aquarium. Ach, und es kam tatsächlich noch Mollys mit dazu, Fische, die man eigentlich mehr aus Süßwasser-Aquarien kennt, die aber auch im Brackwasser und teilweise auch im Meerwasser vorkommen. Ich dachte damals, das könnte so ein guter Geheimtipp sein, weil die wohl auch extrem Algen fressen, sowohl vom Boden als auch von der Gestaltung. Eigentlich sind die den ganzen Tag irgendwie auf Nahrungssuche und sind sich auch nicht zu schade, irgendwelche Kompromisse einzugehen. Die haben eigentlich nur Futter im Fokus oder sich selber, also die haben auch sehr viel soziale Interaktion untereinander. Ich habe allerdings schon 2 von 4 Tieren verloren. Ich habe die teilweise verwirrt durchs Becken schwimmen sehen. Ich glaube, dass der ein oder andere schon vernesselt wurde. Die kennen sich, glaube ich, einfach nicht so gut mit Korallen aus, wissen nicht so richtig damit umzugehen und die würde ich so semi-mäßig empfehlen. Ich habe die 2 übrig gebliebenen von dem großen Aquarium jetzt ins Ablegerbecken gesetzt. Da sind
sind die unglaublich agil, haben ein ganz anderes Erscheinungsbild. Ich weiß nicht genau, woran es liegt. Vielleicht hätte ich auch mehr mit Aktivkohle filtern müssen, um die Nesselstoffe aus dem Wasser zu holen. Die Erfahrung habe ich nämlich auch gemacht, als ich Aktivkohle reingesetzt habe, dass sie plötzlich viel aktiver waren. Heißt aber nicht zwangsläufig, dass es damit zusammenhing, dass sie vielleicht weniger mit Nesselgiften klarkommen. Ich habe keine Ahnung. Die zwei übrig gebliebenen muss ich jetzt noch ein bisschen länger beobachten, sind aktuell aber sehr agil. Ach so, und je nachdem, wie häufig man füttert, desto weniger gehen die natürlich dann auch an die Algen. Also bei mir fressen die aktuell so gut wie gar keine Algenbelege mehr, weil sie halt eben gut gefüttert werden. Ja, nach circa 5 Monaten war dann wohl angeblich entweder mein Gestein oder mein Bodengrund oder vielleicht auch beides gesättigt, denn es kamen plötzlich viele Nährstoffwerte zustande. Mein Phosphatwert ist sogar von damals, wie gesagt, 0,02 relativ schnell auf 0,16 hochgegangen. Da haben sich natürlich dann auch meine Akroporen, die ich zwischenzeitlich drin hatte, relativ schnell aus dem Acker gemacht. Das ging denen irgendwie alles zu schnell, das war zu instabil, deswegen Akroporen würde ich niemandem für den Start empfehlen. Sorgt erstmal für ein stabiles Becken, für stabile Werte, für eine stabile Biologie und dann könnt ihr euch nachträglich immer noch Akroporen einsetzen. Guckt erstmal, dass ihr ein bisschen Weichkorallen, LPS, vielleicht dann später auch schon die ersten SPS, Montipora-Platten oder Montipora digitata, so Verästelungen, Papozziloporen, Seriatoporen und so, dass ihr euch vielleicht damit am Anfang eher beschäftigt, wobei ihr bei vielen auch aufpassen müsst, dass da sich die Algen, die mit der Zeit entstehen oder auch die Cyanus, bei verästelten Korallen hängen die sich schon mal mehr rein. Deswegen Weich und LPS, wenn ihr gerade neu anfangt, würde ich euch eher ans Herz legen. Der Nitratwert war übrigens mittlerweile auch schon auf um die 40 oder sowas hochgeschnellt. Ich glaube, das lag aber auch an einer zu großen Fütterung. Also ich habe zu häufig zu viel Flockenfutter gefüttert und das ist so ein bisschen in der Gestaltung verloren gegangen. Ich habe dann mit Kohlenstoff das erste Mal gearbeitet, also quasi ein Bakterienfutter. Dadurch habe ich dann die Biologie sozusagen gefördert, also mehrere Bakterien gefördert. Die wiederum binden dann auch Stickstoff und Phosphat in sich drin. Ich kann natürlich jetzt im Nachhinein nicht sagen, ob das jetzt der 100-prozentige ausschlaggebende Punkt war, aber damit konnte ich ziemlich gut sowohl Phosphat als auch Nitrat runterbringen. Also in erster Linie tatsächlich bei mir Phosphat, was angeblich eher untypisch ist. Und neben dem, dass man den Abschäumer auch flüssiger einstellen kann, also damit werden auch noch mehr Nährstoffe aus dem Wasser rausgeholt, finde ich, ist das so als nächster Schritt die schonendste Art und Weise, Nährstoffe runterzubringen. Danach kommen dann natürlich so Adsorber in Pelletform oder in flüssiger Form gibt es auch Lantan, damit muss man aber auch sehr vorsichtig sein. Ich war damals mit dieser Kohlenstoffgeschichte extrem zufrieden, aber ich weiß nicht, wie es ausgesehen hätte, hätte ich keinen Kohlenstoff eingesetzt. Vielleicht wären die Werte genauso runtergegangen. Dann habe ich mich erneut um meine Strömung gekümmert und neue Pumpen bzw. das finale Pumpensetup eingebracht. Links 2 Panterei ECM 42 und in der Mitte 2 MLW 30 plus Ocean Motion, also diese Dreheinheiten mit eigener Software, in der man einstellen kann, in welchem Winkel die sich drehen sollen und wie lange die an verschiedenen Positionen verharren sollen. Ich bin mit allem eigentlich ziemlich zufrieden, sowohl mit den MLW 30 als auch mit den Panterei, wobei ich die Panterei nicht besonders schön finde optisch. Die machen auch eine sehr harte Strömung, aber da die bei mir an den Kopfenden sitzen, können die halt auch schon gut die ganze Länge oder die Hälfte zumindest beströmen und solange die nicht direkt auf eine Koralle, sondern eher Richtung Oberfläche strömen, bin ich damit eigentlich ganz happy, auch wenn es keine App gibt und man sehr oldschool an dem Knopf hoch und runter regelt, finde ich, dass das sehr effiziente Made in Germany Pumpen sind, die verhältnismäßig für die Leistung auch relativ leise sind. Das ist bei den MLW 30 genauso, nur die haben auch nicht diese Leistung, die die Panthers haben. Also grundsätzlich bin ich mit der Kombi eigentlich immer noch sehr happy. Und nach meinem aktuellen Stand geht auch nichts über diese Ocean Motion, also durch diese turbulente Strömung, die sich immer wieder im Aquarium verändert und damit auch die letzte Ecke mal erwischt, in der sich Sedimente sammeln. Klar, wenn man Bodengrund drin hat, werden sich immer Sedimente sammeln, aber gerade wenn man keinen drin hat, glaube ich, sieht man nochmal richtig extrem den Effekt der Ocean Motion, dass die sich halt durch diese Bewegungen in alle möglichen Ecken reindrücken. Ich bin super happy damit. Ja, bis zu dem Zeitpunkt, habe ich noch gar nicht erwähnt, habe ich ja die ATI Hybridlampen drauf gehabt, sprich T5 mit LED in Kombination. Das war aber nie das Ziel, langfristig damit zu arbeiten. So Röhren sind auch immer ein bisschen wartungsintensiv, muss man tauschen alle 6, 9 oder 10, 12 Monate, da scheiden sich auch wieder die Geister. Da habe ich nicht so viel Bock drauf, die sind auch ziemlich groß und klobig und machen auch ein relativ steriles Licht. Das Gute bei denen ist, dass da noch LEDs mit verbaut sind, die trotzdem immer noch so ein bisschen für so einen Kringeleffekt sorgen. Aber die wurden dann abgelöst gegen die neuen ATI Straton Pro, die dann frisch auf dem Markt waren. Die finde ich optisch mit Abstand schönsten und auch bestverarbeitetsten Lampen und vor allen Dingen die mit Abstand effizientesten Lampen. Da geht wirklich kein Licht links und rechts am Aquarium vorbei. Das ist allerdings auch das, was so ein bisschen bei manchen Leuten kritisiert wird. Die machen ein ziemlich punktuelles Licht, ein relativ aggressives Licht, was ausschließlich ins Aquarium geht. Dadurch braucht man nicht so viel Watt. Ich glaube, da wird auch gerade noch an Diffusoren gearbeitet und so. Eine Sache, bei der ich auch noch gar nicht mitreden kann, weil beim Ausfärben von irgendwelchen Akroporen, da bin ich sowieso noch nicht angekommen. Aber wie gesagt, Effizienz, Lautstärke und Optik ist für mich diese Lampe das absolute Nonplusultra. Ob ich jetzt auch vom Licht 100% zufrieden bin, weiß ich nicht. Das ist natürlich auch immer eine Geschmackssache. Manchmal denke ich mir, die Cassie-Lampe, die alte, die ich im kleinen Aquarium hatte, die hatte schon irgendwie einen geilen
geilen US-Style-Vibe. Kann aber sein, dass ich mich auch täusche, weil meine Korallen halt auch einfach nicht so gut stehen wie im Box-Aquarium. Auch wenn es aktuell immer noch keine App gibt und man sich über die IP einwählen muss. Gerade wenn man Videos macht, nur unzuverlässig funktioniert. Ich musste wirklich 4-mal neu speichern und verschiedene Setups einstellen, damit auch wirklich alle Lampen sich dieser Farbe hier anpassen. Und das ist ein bisschen Steinzeit-Feeling leider noch. Nicht das, was die Lampe eigentlich widerspiegelt. Ja, und nach 6 Monaten habe ich dann mein Konzept gebrochen und wirklich bewusst extra einen Fisch eingesetzt, der ursprünglich aus dem Meer kam. Ich habe den zwar nicht direkt aus dem Meer oder vom Händler geholt, sondern von einem Zuschauer, der damals schlecht beraten wurde bei dem Kauf dieses Fuchsgesichtes. Denn das habe ich dann, wie gesagt, übernommen. Er hatte nämlich damals zu viele große Fische und der einzige Grund, weshalb ich diesen Fisch gekauft habe, beziehungsweise irgendwo auch kaufen musste, war, weil ich Kugelalgen hatte. Ich habe ja eben schon angesprochen, dass ich mir höchstwahrscheinlich durch die Schnecken Kugelalgen eingeschleppt habe. Und den wird man leider nicht so richtig her, denn es gibt nicht so richtig gute kugelalgenfressende Tiere, erst recht nicht aus Nachzucht. Angeblich gehen Mitrax-Krabben dran, aber in so einem Ausmaß, wie es bei mir stattfand, beziehungsweise in so einem großen Aquarium, so viele Mitrax-Krabben kann man gar nicht einsetzen. Und es stellte sich tatsächlich auch heraus, dass das Fuchsgesicht ein unglaublich guter Algenfresser war. Und außerdem hat er meinem Doc eben noch beigebracht, dass Kugelalgen schmecken, denn der Doc ist ja auch ein Algenfresser, aber die Kugeln hat er bis jetzt nicht angeguckt und nachdem er das beim Fuchsgesicht gesehen hat, hat er sie auch gefressen. Und aktuell ist es tatsächlich so, dass mein Hawaii-Doktor eher Kugelalgen frisst als mein Fuchsgesicht. Ich weiß nicht, warum er weniger Hunger hat als mein Doc, aber mein Doc pickt eigentlich den ganzen Tag auch an Kugelalgen rum. Es reicht aber nicht so richtig für mein komplettes Aquarium. Aber es reicht insofern, dass keine Korallen irgendwie überwachsen werden. Aber kurz einmal zum Fuchsgesicht. Ein Fisch, den ich auch wieder so eingeschränkt empfehlen würde. Zum einen, wie gesagt, gibt es ihn nicht aus Nachzucht und zum anderen ist das ein sehr ängstlicher Fisch. Also wenn man am Aquarium vorbeiläuft, am Aquarium arbeitet, dann versteckt er sich sehr schnell, geht in seine Tarnfarbung, atmet hektisch. Also der hat schon relativ schnell Angst. Ist jetzt kein Fisch, der nicht checkt, dass er eingesperrt ist. Was nicht heißt, dass es nicht artgerecht ist, aber der wird schon in Stresssituationen gebracht, in die er in der Natur auf jeden Fall nicht gebracht werden würde. Also in der Natur würde er wahrscheinlich in andere Stresssituationen durch Fressfeinde und Co. gebracht, aber ihr wisst, was ich meine. Ja, und danach ging es auf jeden Fall DIY-mäßig weiter, weil ich ja bislang die Straton Pro nur übergangsmäßig auf irgendwelche Holzbretter gelegt habe, musste natürlich entweder eine Deckenhalterung, eine Wandhalterung oder irgendwie eine andere Aquarienhalterung her. Ich habe mich dann für die Wandhalterung entschieden. Es gab und gibt, glaube ich, auch aktuell immer noch nicht diese Aluprofile, wo man die dran schrauben kann, die man dann an die Decke schraubt und für jede einzelne Lampe jeweils 2 Seile bis an die Decke zu bringen, das wollte ich dann irgendwie auch nicht. Deswegen habe ich das dann mit diesen Wandprofilen gemacht und ja, es hat eigentlich auch ganz gut funktioniert und sieht auch halbwegs okay aus. Ist nicht ganz das, was ich wollte, aber ein ganz okayer Kompromiss, glaube ich. Im Anschluss kamen dann die ersten Clownfische in meinem Aquarium und da habe ich die Claudia kennengelernt, die die Clownfische züchtet und ein sehr großes Wissen über die Tiere hat. War auch ein sehr cooles, informatives Video. Falls euch das interessiert, könnt ihr das natürlich auch alles nachträglich noch nachschauen. Ja, und ich habe da auf jeden Fall 2 sehr süße Clownfischmännchen adoptiert, die sich immer noch so ein bisschen unklar sind, wer jetzt hier eigentlich Weibchen und Männchen ist, weil auch die sind Geschlechtswandler und das stärkere, größere Tier wird zum Weibchen und das kleinere Tier wird das Männchen oder bleibt das Männchen. Weil die aber gefühlt ziemlich lost waren und auch nicht irgendwie eine Alveopora, eine Goniopora, eine Weichkoralle oder eine Euphilia oder so gehen wollten, habe ich dann relativ schnell auch eine Anemone besorgt. Was ich euch auch definitiv empfehlen würde, weil die Verbindung zu dieser Anemone ist wirklich eine ganz innige. Also man merkt wirklich, dass die sich wirklich blind verstehen und sich mit Abstand am wohlsten in diesem Tier finden. Ich habe auch von vielen Berichten gehört, dass wenn eine Anemone am Becken ist, die mit sehr, sehr großer Wahrscheinlichkeit da reingehen und nicht in Goniopuren, Euphilien oder ne, genannte Korallen. Es gibt auch Ausnahmen, keine Frage, aber in der Regel fühlen die sich in Anemonen am wohlsten und so kommt es auch in der Natur ausschließlich vor. Allerdings musste ich die auch erstmal in die Anemone zwingen. Ich habe da meine große Schwimmschule genommen und habe dann die Anemone mit Stein da reingesetzt und die Clownfische auch und es hat irgendwie keine 2 Stunden gedauert und die waren dann in der Anemone drin. Ich habe die dann 2 Tage in der Anemone verweilen lassen und die dann mit Stein zurück langsam ins Aquarium transferiert und die sind tatsächlich drin geblieben und bis zum heutigen Tag immer noch drin. Die Anemone hat sich mittlerweile geteilt. Seitdem ist gerade vor allen Dingen der 2. Teil sehr unruhig und läuft mir irgendwie durchs Aquarium, obwohl die sehr standortgetreu war und quasi der eine Teil auch immer noch ist. Aber so eine Anemone hat aber einen gewissen Risikofaktor, dass die andere Korallen vernesselt oder im allerschlimmsten Fall in die Strömungspumpe schwimmt, denn die kann sich auch komplett lösen und dann die kompletten Nesselgifte im Aquarium verteilt. Achtet irgendwie darauf, dass ihr Strömungspumpen dementsprechend absichert oder ein gutes Zuhause, einen guten Stellplatz für die Anemone findet, vielleicht in einem kleinen Tontopf. Generell irgendwas, wo sich der Fuß schützen kann. Es sind leider sehr viele Infos, weshalb ich vergessen habe, eben beim Einsetzen nach 6 Monaten des Fuchsgesichtes zu erwähnen, dass bis dato dann die Cyanus komplett weg waren. Denn eigentlich bin ich gerade schon im Monat 8 und in Monat 8 sind die Cyanus dann auch schon wiedergekommen. Das heißt, ich war stolze 2 Monate cyanofrei und dann ging es wieder richtig los mit roten Cyanus, die wirklich den kompletten Boden bedeckt haben. Dieses ganze Phosphat gebunden mit den Spuren
Spurenmetallen hat sich an den Bodengrund reingesetzt und davon konnten sich die Cyanos richtig schön ernähren. Wenn Cyanos ein gutes Zuhause haben, dann soll es laut Jörg auch keine wirklichen Konkurrenzbakterien geben, denn solange es denen gut geht und die bedient werden, machen die alles andere platt. Das ist zumindest der aktuelle Stand. Deswegen werde ich zukünftig versuchen, darauf zu verzichten, Phosphat zu dosieren, denn damit bleiben eben auch die abgelagerten Nährstoffe im Bodengrund für die Cyano weg und die haben halt eben schwierigere Lebensumstände. Kann natürlich sein, dass vieles anderes auch noch falsch läuft, weshalb es immer noch ausreicht, dass sie stärker sind als andere, aber ich gehe mittlerweile stark davon aus, dass bei mir der ausschlaggebende Punkt war. Ja, vor kurzem kann man schon fast sagen, habe ich da eine Abdeckung gebaut, dass man eben meine Lampen plus die Halterungen nicht mehr sieht. Zum einen habe ich ja eben schon erwähnt, dass diese Wandhalterung nicht unbedingt die allerschönste ist, die Lampen total, aber die Halterung und plus die Ocean Motion, die haben ja auch nochmal oben so einen kleinen Kasten, das hat schon für so eine gewisse Unruhe oben auf dem Aquarium gesorgt und das zu verdecken ist vielleicht optisch gar nicht verkehrt. Außerdem war das Licht des Aquariums auch sehr raumbestimmend. Obwohl die Strafon Pro ein sehr zielgerichtetes Licht haben und ich auf der Couch liegen konnte, ohne geblendet zu werden, ist trotzdem auch durch die Reflexion der Oberfläche und so viel vom Licht in den Raum reingekommen und mit der Abdeckung hat man zum einen, wie gesagt, diesen clean Look und zum anderen konnte ich auch noch oben PVC-Platten auf die Lampen bzw. die Halterungen drauflegen und somit insgesamt die Lichtstreuung verringern und damit bin ich eigentlich auch noch ziemlich happy. Falls ihr interessiert, wie ich das gemacht habe, weil das war echt eine ziemlich coole Sache und ein guter Tipp, den ich von Jonas bekommen habe, schaut auf jeden Fall da nochmal ins Video rein. Ja, mittlerweile hatte ich dann irgendwie das Gefühl, dass die Nährstoffwerte tatsächlich ziemlich konstant sind und das auch schon eine ganze Weile lang, weshalb ich der Meinung war, ich könnte mich vielleicht nochmal an Akroporen ranwagen und dann hat mir Patrick ein paar Ableger gemacht. Aus Karlsruhe habe ich auch noch ein paar Akroporen mit ins Aquarium eingesetzt und die haben sich auch erstaunlich gut gehalten und sind sogar auch erstaunlich gut gewachsen. Ein, zwei sogar in die Höhe, aber der Großteil hat eher eine Fußscheibe gebildet, aber auch das ist ja Wachstum. Trotzdem war ich eigentlich die komplette Zeit über sehr unzufrieden mit der Farbausprägung, sowohl bei den LPS, aber erst recht bei den SPS bzw. erst recht bei den Akroporen. Und jetzt gerade stirbt mir auch wieder die ein oder andere Akropore ab, die vor kurzem noch richtig gut gewachsen ist und ich kann es nicht nachvollziehen, weil ich keine wirklich schwankenden Werte habe. Ich bin ja aktuell jetzt beim Jörg in Beratung, der mir sagt, dass ich ganz klar Spurenelemente dazu dosieren soll. In meiner vorherigen Beratung bei ATI wurde mir gesagt, dass ich das eben nicht muss, weil in den Essentials Plus, also in meinem Versorgungssystem, das, was ich von ATI gerade benutze, genug Spurenelemente mit drin sein sollen, die ja stündlich durch meinen Kalkhaushalt und so weiter mit dazukommen. Jörg ist aber der Meinung, durch meine große Phosphatdosierung fällt das eben aus und fehlt dann im Wasser. Das heißt, ich muss das zusätzlich supplementieren. Also nicht nur, dass ich mit der Phosphatdosierung aufhören muss, sondern auch, dass generell im Versorgungssystem die Spurenmetalle wirklich auf dem Minimum sind und danach muss jeder individuell so ein bisschen anpassen. Ob das jetzt alles so richtig ist, stimmt und funktioniert, kann ich noch nicht beurteilen. Das ist gerade auf jeden Fall so mein Weg, zu versuchen, alles besser zu machen. Rest in Peace an meine Lieblingskoralle. Das war eine Scully Reverse Bleeding Apple, die es nicht aus Nachzucht gibt, die ich noch aus dem Box-Aquarium hatte. Mein gelber Hawaii-Doktor hat regelmäßig an der rumgezupft und rumgefressen. Das habe ich mir wirklich irgendwie so 4-5 Monate angeguckt und irgendwann war es dann soweit, dass er so viel verletzt hat, dass sie es halt nicht mehr gepackt hat. Ich stelle mir trotzdem so ein bisschen die Frage, ob er die auch angefressen hätte, wenn sie richtig, richtig Bombe im Saft gestanden hätte. Die sah zwar nicht auffällig schlecht aus, gerade so eine Scully auf dem Level hat wirklich bis zum Tod noch die heftigste Farbe gehabt. Selbst die letzten Fetzen von der Koralle hatten noch ein leuchtendes Rot und ein leuchtendes Grün, aber im kleinen Aquarium stand sie deutlich wulstiger, deswegen glaube ich, war sie vielleicht in diesem Aquarium, was halt einfach irgendwie nicht so richtig gut läuft, aktuell immer noch nicht im besten Zustand. Und bei meinen Bisphenosa-Kaisern konnte ich beobachten, dass die sich so richtig erst auf eine Koralle eingeschossen haben, als die halt schon nicht mehr gut stand. Deswegen werde ich da jetzt zukünftig vermehrt ein Auge drauf haben, ob Fische vielleicht eher an schwächelnde Tiere gehen, ist aktuell auf jeden Fall mein Eindruck. Ja, vielleicht hätte ich die besser früher schon separieren sollen oder der mal Honigbad geben sollen oder die vielleicht irgendwie zu Patrick oder so ins Becken geben sollen. Ja, und im letzten Video habe ich eigentlich die Pyjama-Barsche eingesetzt. Ein Fisch, den viele nicht so super hübsch finden, aber der auch, wie ich finde, sehr, sehr gut im Aquarium funktioniert. Da habe ich tatsächlich das erste Mal aber auch einen Fehler gemacht, den ich so noch nicht gemacht habe. Und zwar habe ich Fische direkt vom Importeur bekommen, beziehungsweise vielleicht sogar auch vom Züchter. Ich weiß es nicht so genau. Ich habe die Fische im Korallenladen gekauft, aber der hat sie gerade frisch bekommen. Die waren noch in der Tüte und ich habe sie übernommen. Das heißt, die wurden gar nicht erst irgendwie akklimatisiert und die Importausfallrate wurde sozusagen mir übergeben, denn wie sich herausstellt, stehen nicht alle Fische besonders stabil, wenn sie gerade frisch ankommen. Und da fällt mir gerade ein, dass ich die Mandarin-Leierfische überhaupt nicht erwähnt habe, weil das ist auch ein klassischer Fisch, der normalerweise mega abgemagert irgendwo ankommt, egal ob aus dem Meer oder aus Nachzucht. Ein ganz schwieriger Fisch, den ich euch nicht unbedingt ans Herz legen würde. Also an sich funktioniert der super im Aquarium, aber dann holt euch wirklich einen, der sehr gut steht, der schon ein bisschen Bauch hat, der einen stabilen Eindruck macht. Und das funktioniert halt eben nur, wenn ihr nicht online kauft und auch nicht, wenn ihr direkt einen Import übernehmt, sondern wenn ihr wirklich euch die Tiere im Laden schon über einen Zeitraum länger anguckt, euch zeigen lasst, dass sie fressen und denen ihr schon anseht, dass sie Substanz aufgebaut haben und dass sie den ersten
ersten Stress des Versandes überstanden haben, weil ich habe manchmal das Gefühl, dass viele Fische einfach zu schwach verschickt werden. Und ein Händler, die erstmal richtig aufpäppeln muss, dass an denen was dran ist, dass sie ein bisschen stabiler sind und dann können die so einen Transport auch einfacher überstehen. Denn von meinen 6 Pyjama-Barschen, die ja eigentlich eher als gut haltbare Fische gelten, sind tatsächlich nur noch 4 übrig geblieben. Und ich bin mir ziemlich sicher, hätte ich die Pyjama-Barsche genommen, die schon da akklimatisiert und gut angefressen waren, dass die gut gefressen haben, nicht, dass die angefressen wurden, dann wäre das in dem Ausmaß wahrscheinlich nicht passiert, schätze ich. Also ich konnte auch nicht wirklich was beobachten. 2-3 Tage später waren es plötzlich nur noch 5 und 2 Tage später danach halt nur noch 4. Was für mich einfach ein Zeichen ist, dass die Tiere halt einfach zu schwach waren. Das war jetzt die Geschichte. Ein Jahr Mega-Aquarium. Es lief überhaupt nicht so, wie ich dachte. Ich dachte, ich hätte tatsächlich mit dem Box-Aquarium mehr gelernt, aber nee, absolut nicht. Und man merkt jetzt nochmal ganz klar, dass man auch nach 3 Jahren Meeresaquaristik absolut nicht ausgelernt hat und immer noch viel mit dazukommt. Ich versuche weiter mein Bestes zu geben, aber immer weniger Risiko einzugehen und immer mehr auf Leute zu hören, natürlich bei denen ich einen guten Eindruck habe, aber das ist sehr schwierig am Anfang herauszufiltern, wer ist jetzt ein guter Ansprechpartner und wer nicht, wenn man halt eben noch nicht die Erfahrung hat. Das soll es jetzt aber mit dem heutigen Video gewesen sein. Take this auf jeden Fall, ihr nehmt das Leben nicht zu ernst. Wir sehen uns in einem neuen Video. Bis dann, macht's gut und tschüss!